Herzlich willkommen beim Motorradmagazin in diesen sehr ungewöhnlichen Zeiten. Trotzdem werdet ihr bei uns nichts zu diesem Thema hören und sehen. Ich bin schwer dagegen, dass man versucht, diese Krise oder diesen Virus irgendwie für sich zu nutzen. Ich finde das eigentlich ganz schlimm, weil das noch für viele von uns ein sehr ernstes Thema werden kann. Wir sind jetzt noch alle hier verschont geblieben, aber man weiß nicht, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Und deshalb geht es bei uns ausschließlich nach wie vor um das Thema Motorrad und allem, was dazugehört. Und wahr ist natürlich, dass wir viel Zeit zu Hause verbringen müssen, sicher mehr als uns lieb ist. Und auch ich habe dazwischen immer ein bisschen Zeit. Das letzte Heft ist jetzt noch beim Kiosk. Das könnt ihr natürlich kaufen beim Supermarkt, bei den Verkaufsstellen. Ihr könnt es auch abonnieren. Die Adresse blende ich jetzt ein, beziehungsweise die findet ihr in der Beschreibung. Auch in Deutschland sind wir jetzt vertreten. Also wenn ihr so lieb seid, holt euch das aktuelle Heft und natürlich das nächste. Das ist jetzt gerade in Arbeit. Aber dazwischen habe ich immer ein bisschen Zeit, mich auch selber umzusehen nach Dingen, die mich interessieren. Und was mich immer wirklich sehr interessiert, sind die neuen Helmdesigns. Das ist jetzt kein aktueller Helm, aber ein sehr cooler, wie ich finde. Ich habe den immer gern getragen, den Shark. Der hat hier vorne so eine Hartplastikverkleidung. Die ist jetzt leider nicht zulässig. Damit kann man nicht in den Supermarkt gehen. Aber es schaut eben richtig cool aus und ich habe mir noch andere 10 Helme bzw. Helmdesigns rausgesucht aus dem Internet. Wenn es dann wieder möglich ist, würde ich euch natürlich bitten, euch diese Helme, falls euch einer gefallen hat, beim Fachhändler zu holen, ihn anzuprobieren und dort zu kaufen, weil diese Leute werden auf jeden Fall unsere Unterstützung brauchen. Abgesehen davon soll man Helm ja unbedingt vorher auch probieren. Es sind einige dabei, da kann man die Wangenpolster und das Innenfutter verkleinern, vergrößern und wirklich perfekt anpassen. Ich würde sagen, wir fangen da gleich an. Jetzt gibt es ein kurzes Intro und wir sehen uns gleich wieder. So, willkommen zurück hier von meiner Terrasse, die ich nicht verlasse. Ich hätte mir gern Essen schicken lassen, aber das funktioniert nicht mehr. Das ist überlastet, das System. Also ich muss halt leider doch jetzt nochmal einkaufen gehen vor Ostern. Und wir haben ja jetzt einige Gerüchte aufgesammelt, dass es dann mit Ende April schon mit diesen strengen Maßnahmen vorbei sein wird. Aber genug mit dem Thema. Fangen wir an mit dem ersten Helm. Das ist ein Helm, den haben wir auch im, wie soll man sagen, Dauertest, beziehungsweise trägt ihn jemand bei uns die ganze Saison und das ist der Chefredakteur Schönlaub. Der Peter hat diesen schönen Helm ausgefasst, den habe ich schon auf der EICMA präsentiert und jetzt werden wir schauen, wie unsere Erfahrungen über das Jahr damit so sind. Arai bekannt für seinen sehr, sehr hohen Sicherheitsstandard. Man könnte von den sichersten Motorradhelmen der Welt sprechen. Kann man natürlich drüber diskutieren, aber Arai legt extrem viel Wert darauf, dass der Helm sicher ist. Und deswegen schauen die Helme auch relativ simpel aus. Vielleicht ein bisschen oldschool. Also es gibt wenig Spoiler, es gibt wenig Ecken und Kanten, die ja dazu führen können, dass man irgendwo hängen bleibt, sich den Kopf verdreht. Und das will Arai vermeiden, genauso mit den Lüftungseinlässen und Auslässen. Arai hat zum Beispiel am Visier selbst Auslässe, die man öffnen und schließen kann. Dann sind auch die ganzen Spoiler, die drauf sind, so ein bisschen, die können alle sozusagen abplatzen, abbrechen, ganz leicht. Und auch das Sonnenvisier ist sogar außen montiert und nicht innen, weil das ja auch wieder die Schale schwächt. Und der erste Helm, der neue, heißt Concept X. Der erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an Autofahrerhelme. Die haben ja ein massiveres Kinnteil unten. Da sehen wir dann auch schön die Lüftungseinlässe. Der Helm ist also eben auch gut belüftet. Dann ist er natürlich Pinlock vorbereitet, sodass das Visier nicht beschlagen kann. Dann gibt es einen neuen Visierverschluss, dass ich das Visier auch nicht öffnen kann oder dass das irgendwie
vibrieren könnte, sondern dass man das richtig fest verschließen kann. Wir haben eine extrem harte Schale. Ich habe mich auf der ECMA schon mal auf eine nackte Schale von Arai draufgestellt, seitlich, und das bewegt sich keinen Millimeter, das ist irre. Und falls dann wer meint, naja, die Schale müsste ja ein bisschen weicher sein, dass sie auch diesen Druck, diese Kraft beim Einschlag aufnimmt, na, das macht das Innenleben. Aber die Außenschale, es macht Sinn, dass die Außenschale möglichst stabil ist. Dann haben wir noch Lautsprechertaschen, das ist ja bei den neuen Helmen ziemlich wichtig, ist mir auch aufgefallen, das haben schon sehr viele, die sind vorbereitet für die Kommunikationssysteme, dass sich das auch drinnen alles verbauen lässt. Ehrlich gesagt ist das mit alten Helmen auch schon sehr gut gegangen. Also wenn man zum Beispiel das Sena-System nimmt, das ich drauf habe, also die Kopfhörer sind so flach und das Mikrofon, das geht in jeden Helm rein. Allerdings ist natürlich das Sena-System an sich außerhalb des Helms montiert und deshalb nicht so schön versorgt, aber die neuen Helme, bei den neuen Helmen wird eben daran gedacht, dass man hier schon ein bisschen mehr Platz lässt fürs Mikrofon und für die Lautsprecher. Dann haben wir eben die Schläfenpolster und die Wangenpolster, 5 mm abziehbar, das heißt, das kann ich perfekt anpassen. Auch das bei Arai ist sehr wichtig, dass der Helm einfach perfekt sitzt und nicht irgendwo ein Spiel hat. Halbwegs, also so ein Merkmal, wo man das vielleicht ein bisschen selber testen kann, ist, wenn man so Kaugummi kaut im Helm und sich so leicht in die Wange beißt, so leicht abschabt. Also so fest sollte der Helm sitzen. Wenn sich der Helm leicht bewegen lässt, nach links und rechts, dann schaut's, ob ihr da nicht nachbessern könnt. 5 Jahre Garantie sind auf den Helm verfügbar in den Größen XS bis XXL. Es gibt auch natürlich verschiedene Außenschalen, dass nicht der XS-Helm die gleiche Schalengröße hat wie der XXL. Das schaut dann ein bisschen komisch aus. 8 Farben habe ich derzeit gefunden. Am meisten taugt mir die grüne. Das schaut echt am ärgsten oldschool aus. Das hätte perfekt gepasst letztes Jahr zu unserer Z900 RS Café. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar dasselbe Grün ist. Die Grafiken finde ich jetzt ein bisschen überflüssig. Also die Einfärbung mit den Streifen sind echt ein absoluter Knaller. Und der Helm kostet so circa 579 Euro. Das ist leider dann auch das letzte Geheimnis, das letzte offene Geheimnis von Arai, dass sie ein bisschen teurer sind, aber Qualität kostet eben. Helm Nummer 2, den habe ich bei Harley gefunden und in dieser Form überraschenderweise auch bei Scorpion. Und das ist der Sportglide 2-in-1 Helm. Ein Helm, den man als Jethelm oder als Integralhelm tragen kann. Auch das ein nicht mehr ganz so neuer Trend, aber ein sehr aktueller Trend. Ich habe hier ein abnehmbares Kinnteil und ein sehr schmales Sichtfenster. Das gibt diesem Helm so ein aggressives Aussehen, ein bisschen Street Fighter. Passt natürlich auch sehr gut dann auf eine Harley, auf eine Laute. Also ganz ein aggressiver Stil. Er ist aus Glasfaser, hat ein bisschen über 1 Kilo, nur 1150 Gramm und einen Doppel-T-Verschluss, also keinen Ratschenverschluss. Ich habe hier auf diesem Shark-Helm ist jetzt zum Beispiel ein Ratschenverschluss. Ja, ich kurz demonstrieren vielleicht. Und der Doppel-T kommt ja mehr aus dem Sportbereich. Viele Klapphelme haben eben eher so Ratschenverschlüsse. Und der Harley hat aber einen Doppel-T, wie man das eben ja von diesen Sporthelmen kennt. Verfügbar in den Größen M bis XXL. Harley-Fahrer haben anscheinend größere Schädel. Ich habe bis jetzt so 2 Farben gefunden. Die gedeckten Farben, schwarz und so Bronze. Und der Preis beträgt so circa 329 Euro. Ich sage jetzt immer circa dabei, weil es gibt natürlich Plattformen, die immer ein bisschen schleudern mit den Preisen. Dann weiß ich nicht, ob ihr in Deutschland, Schweiz, Österreich, Liechtenstein, sonst wo sitzt. Und deswegen ist es ein Orientierungspreis für euch. Ja, das war Helm Nummer 2. Taugt mir irrsinnig. Den würde ich auch gern haben und probieren und schauen, wie das funktioniert mit diesem abnehmbaren Kinnteil. Helm Nummer 3 ist von AGV der K6. Auch den haben wir auf der ECMA vorgestellt, allerdings mit dem Marketingmann von Dainese AGV.
der natürlich Italiener ist und mit dem ich Englisch sprechen musste. Das ist vielleicht ein bisschen mühsam dann zu verfolgen, deshalb habe ich ihn hier nochmal reingenommen, weil er mir auch taugt. Das ist so ein typischer Allrounder. Der ist nicht so extrem retro und oldschool wie der Are vielleicht. Ziemlich simpel, fast unspektakulär, aber mir taugt sowas. Ich bin auch ein großer Fan von einfärbigen Helmen und das passt diesem K6 wirklich gut. Trotzdem habe ich ein Design genommen, und zwar das Design Secret nennt sich das, mit diesen Streifen. Ich weiß nicht, ob sich erinnern kann, ich hatte einen HJC RFA 70, auch mit so einem Zebra-Muster, mit solchen Streifen. Und der K6 hat das auch, das schaut aber ein bisschen fetzig aus, ist ein bisschen auffälliger. Was diesen Helm auszeichnet, ist ein sehr breites Sichtfeld, 190 Grad, und auch die Sicht von oben nach unten soll größer sein als bei normalen Helmen. Das heißt, wenn man geduckt fährt, wenn man sich hinter dem Windschild versteckt, dann kann man trotzdem noch schön nach vorne schauen. Das ist auch nicht selbstverständlich, das kann man jeder mal mit seinem Helm probieren. Ist auch der Grund, wieso manche Fahrer auf der Isle of Man, ich habe gesprochen mit einem, nur gewisse Helme tragen können. Ja, weil wenn sich die dann ducken und nicht volle Sicht nach vorne haben, dann wird es sehr, sehr gefährlich. Und ich habe schon mal mit welchen gesprochen, ich habe gesagt, sie haben ganz bestimmte Helme, die sie probieren und schauen, ob das bei diesem Street Racing auch funktioniert. Pinlock ist inklusive. Auch hier großzügige Belüftung, 5 Belüftungsöffnungen, brillentauglich ist der Helm auch. Das heißt, da gibt es extra so Ausnehmungen, Tunnels oder was, eben, dass man die Brille reinschieben kann. Ich habe auch ständig Sonnenbrillen auf, könnte ich die Sonnenbrille drunter tragen. Auch hier kompatibel mit einem Bluetooth, mit einem Kommunikationssystem. Und vom K6 gibt es derzeit so circa 12 Designs. Verfügbar in den Größen XS bis XXL in 4 Schalengrößen. Also auch da wieder muss man keine Angst haben, dass man, wenn man einen kleinen Helm nimmt, eine Riesenschale hat. Das schaut einfach richtig deppert aus. Deswegen sind diese Schalengrößen so wichtig. Und beim Preis liegen wir da ungefähr bei 459 bis 500 Euro. Ja, das kann man jetzt abwägen. Er wirkt halt simpel, der Helm, sage ich, möchte ich nochmal sagen. Also es ist kein simpler Helm, technisch gesehen, sicherheitstechnisch. Und auch nicht, was die Lackierungen betrifft. Das ist alles sehr, sehr hochwertig, aber er wirkt sehr einfach und klassisch. Aber mir taugt dieses Understatement bei diesem dritten Helm. Helm Nummer 4. Jetzt sind wir bei HJC. Habe ich über viele Jahre, ich glaube, seit ich denken kann, immer wieder gerne getragen, weil HJC noch nicht zu dieser preislichen, richtigen Oberklasse gehört, sondern so gehobene Mittelklasse ist. Auch immer sehr gut gemacht und sehr, sehr auffällige Designs. Und dazu gehören die Marvel-Designs der letzten Jahre. Ich habe mir jetzt das Modell i70 Flash ausgesucht. Ist, glaube ich, nicht mehr, es ist aktuell, aber es ist jetzt nicht das allerneueste, diese Marvel. Ich glaube, dass der Vertrag, kommt mir vor, vielleicht schon langsam ausläuft. Ein paar Superhelden würden mir noch fehlen, aber es ist nicht wirklich jetzt viel Neues dazugekommen. Bin gespannt, ob wir da im Herbst wieder was sehen. Polycarbonat, Schale, auch ein, diesmal wieder ein Ratschenverschluss. Das ist jetzt, ja, so ein bisschen Einsteigerhelm, besserer Einsteigerhelm. Auch da wieder wieder Brillentauglichkeit garantiert. Wir haben die Wind- und Atemabweiser, also diesen Nasenschutz sozusagen, und unten den Windschutz, der dann, wenn es vielleicht ein bisschen kälter ist oder wenn es regnet, das nach unten hin zum Hals ein bisschen abschirmt. Ich reiße das ehrlich gesagt immer raus, weil natürlich meistens fahre ich, wenn die Temperaturen ein bisschen höher sind. Und ich mag das nicht, wenn man da unten, ich habe da eh schon meinen Bart und das Ganze klumpert. Ich brauche nicht auch noch da irgendwie einen Verschluss. Auf jeden Fall ist das natürlich dabei. Wir haben auch eine integrierte Sonnenblende, die man ausfahren kann. Das ist auch immer sehr, sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel aus dem Tunnel kommt und plötzlich strahlt einen die Sonne an. Dann kann man das blitzschnell mit einem Handgriff hier ausfahren. Verfügbar in den Größen XS bis XXL wieder. Das ist eh der Klassiker. Da haben wir nur 2 Schalengrößen allerdings.
auch so circa 12 verschiedene Designs insgesamt vom i70 und preislich liegen wir da bei circa 299,90 bei 300 Euro als um den Dreh herum. Und das ist für das Angebot, für das, was der Helm kann, ein wirklich guter Preis. Dann habe ich noch einen zweiten HJC-Helm rausgesucht, und zwar den V90. Das ist ein Retro-Klapphelm. Ja, also ein bisschen ungewöhnlich. Man sieht, dass sich manche Helmgattungen so ein bisschen vereinen, dass die Hersteller versuchen, die Helme, die Anforderungen dieser verschiedenen Helme zu kombinieren. Ja, gibt es ein paar ganz neue, interessante Ansätze. Und der V90 ist so einer. Der hat nämlich so ein leichtes Bubble-Visier, kein extremes, aber ein leichtes, sodass man einfach diesen Retro-Touch drinnen hat. Und trotzdem hat er diesen Klappmechanismus, ist aus Fiberglas Composite gefertigt, auch was also sehr hochwertiges und vor allem auch leichtes. Auch da haben wir eine integrierte Sonnenblende und wiederum die Vorbereitung für ein Kommunikationssystem innen. Für ein angenehmes Klima sorgt das Silvercool Innenfutter. Auch da kann ich getrost und hoffentlich auch komfortabel eine Brille tragen. Drei Farben habe ich da gefunden beim V90 erst. Auch da passt einfach am besten das Einfärbige dazu, meiner Meinung nach. Größen XS bis XXL in zwei Schalen. Und der Preis beträgt, wenn ich das jetzt richtig ablese, 319. So viel von HJC. Jetzt sind wir bei Karberg. Karberg bietet auch sensationelle Preise und auffällige Helmdesigns und Farbkombinationen. Das Modell, das mir so taugt, das habe ich auch auf der Homepage schon präsentiert, heißt Jackal Darkside. Ja, das klingt schon ganz, ganz finster. Hat auch einen Totenkopf drauf. Das ist vielleicht ein bisschen makaber, taugt den einen oder anderen wahrscheinlich nicht, aber mir taugt das. Das erinnert mich immer an meine Sterblichkeit, das ist ja nicht schlecht. Da haben wir aber allerdings eine Thermoplast-Schale, es ist ein bisschen günstiger. Das Visier ist auch Pinlock vorbereitet. Wir haben hier wiederum einen Ratschenverschluss, integrierte Sonnenblende bei dem niedrigen Preis. Also das ist wirklich eine Sensation. Auch da wieder diesen Nasenspoiler, Windabweiser, wie immer man das auch nennen mag, und unten diesen Windstopper beim Kinn. Und der Helm soll ein Anti-Regen-Profil haben. Also bei solchen Wörtern gerate ich immer ein bisschen ins Zweifeln, was das jetzt heißen soll. Ja, wenn ein Helm aerodynamisch optimiert ist, ist er vielleicht auch regenoptimiert. Ob das jetzt dazu trifft, keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre das natürlich etwas, was man testen könnte im Regen, ob der Helm vielleicht drinnen komplett trocken bleibt. Das ist mir mit noch keinem Modell gelungen, ehrlich gesagt. Also irgendwo nach ein, zwei Stunden tropft es immer rein oder rinnt es innen beim Visier rein oder was auch immer. Vielleicht hat der Helm dieses Problem gelöst. Er ist halt natürlich aufgrund der Thermoplastschale unter Anführungszeichen ein bisschen schwerer, zumindest schwerer als die Helme, die ich bis jetzt präsentiert habe. 1400, 5500 Gramm, 1,5 Kilo. Allerdings A-Reihe. Die sind noch ein bisschen schwerer, weil die eben so hohe Sicherheitsstandards haben. Die wiegen bis 1,6, 1,7, ganz normale Integralhelme. Auch mein Scorpion-Helm, beziehungsweise Icon, Entschuldigung, den ich habe, der hat, glaube ich, an die 1700. Also da gibt es schon noch ein paar ärgere Kaliber. Und man darf ja nicht vergessen, dass da die Sonnenblende drin ist. 10 Farben sollten so verfügbar sein insgesamt von Jackal in den Farben, in den Größen XS bis XXL in zwei Schalengrößen, und beim Preis liegen wir so circa bei 1,89,99, also 190 Euro. Also sehr, sehr einsteigerfreundlich. Dann, ich habe es gerade erwähnt, Icon, einen habe ich im Test noch, den habe ich zum Beispiel
bei der Super Duke getragen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Auch sehr auffällig, die Designs bei Icon richtig geil und auch richtig schön lackiert. Das ist nicht irgendwie billig, sondern das ist echt hochwertig. Und der Airframe ist ein Straßenintegralhelm von Icon. Airframe Pro, der hat eine Composite-Schale und das Design, was mir da so gut gefällt, ist das Fast-Food-Design. Das schaut wirklich irre aus, ja, so ein bisschen crazy, extrem farbenfroh und für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen unappetitlich, aber mir taugt das immer, ein bisschen provozieren muss man ja. Wir haben hier ein beschlagsicheres Visier, eine Visiersicherung auch. Also das haben ja die Sporthelme, dass man das Visier dann auch irgendwo fixieren kann. Wir haben ein fünfteiliges Futter, Atem-Windabweiser, auch hier zahlreiche Belüftungen und ein speziell geformtes Genickteil hinten. Das ist so eine Ausnehmung, die gummierte Ausnehmung, dass man nicht mit der Lederjacke oder mit der Kombi, die ist immer ein bisschen weit hinaufragen, sich hier ständig stört, dass das ständig hier aneinander reibt. Und das merkt man, das kann einen richtig irritieren beim Fahren. Und daher habe ich hier diese Ausnehmung, die ich eben auch bei meinem Icon Airframe habe. Das ist ganz hilfreich, also je nachdem wie hoch der Kragen ist oder was man trägt. Lederjacken schieben sich ja gerne sehr weit rauf, ja, wenn man immer ein bisschen geduckt, wenn man immer ein bisschen die Schulter oder ein bisschen den Kopf einzieht, die Schulter nach oben drückt und dann habe ich eben dort diesen Berührungspunkt. Und das hat man hier eben auf diese Art und Weise gelöst. Es gibt übrigens auch, da sieht man, dass der Helm eher sportorientiert ist, ein Track Shield mit Abrissfolien, diese Visiere für den Rennsport sind ja oft dicker und die sind oft auch anders geformt, flacher. Das war bei meinem AGV zum Beispiel so, bei meinem Rennhelm. Das Visier hat eine ganz andere Form als das Standardvisier und das Visier war auch richtig dick und schwer. Ist vielleicht hier auch der Fall. Größen wieder XS, allerdings bis Triple XL, also bis XXXL und ich glaube, das sind dann schon 63 cm Kopfumfang, irgend so. Also es ist massiv, es ist richtig groß. Und deshalb gibt es auch vier Schalengrößen zum Glück. Muss man die Riesenschale als Kleinkopfer da tragen. Beim Preis liegen wir bei ca. 4,40 um den Dreh. Dann wären wir bei Nex. Nex ist eine richtige Einsteigermarke. Also da sind wir preislich im wirklich verträglichen Bereich, aber nicht designtechnisch, weil Nex hat ganz, ganz auffällige Modelle, unter anderem das Modell X.G10. Ich weiß nicht, wie man das jetzt am besten ausspricht. Und das Design, was mir so gefällt, ist das Modell Saloon, weil das schaut eins zu eins so aus wie irgendein Playmobil-Helm, ja, wie irgendein Spielzeughelm. Das finde ich einfach so geil. Kann man sich auch selber ein bisschen verändern, die Helme. Da gibt es eben verschiedene Schilde und Visiere. Der Helm hat eine Glasfaserschale, Doppel-D-Ring, Verschluss, antiallergisches Futter, das sehr schnell trocknen soll. Das ist auch ziemlich wichtig. Und der Helm ist auch optional mit einem großen Visier erhältlich. Also nicht nur mit diesem Schild oben, sondern mit einem großen Visier, das ich eben zuklappen, aufklappen und zuklappen kann. Dann kriegt er eigentlich eine ganz andere Optik. Verfügbar in XS bis XXL in drei Schalengrößen zum Preis von knapp unter 200 Euro bis 229 Euro. Plus die Schilder kosten 15 Euro. Also wir können ungefähr sagen, knapp unter 200 bis von mir aus 240, 250 bewegt sich da der Preis, je nach Ausstattung. Also ich finde, mir taugt das einfach, weil irgendwie total aus dem Rahmen fällt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich den einmal auf einem Roller trage. Nächster Helm, wir werden sportlich, wir werden wieder sportlich mit dem Suomi SR Sport. Die haben auch
sehr auffällige Designs, obwohl Suomi, glaube ich, jetzt nicht ganz so populär ist mehr, oder ich laufe oder fahre ständig selten jemanden über den Weg sozusagen, der einen Suomi-Helm trägt, finde ich ein bisschen schade. Sehr hochwertige Schale, Kevlar Carbon, Glasfaser, Wangenpolster gibt es auch hier in verschiedenen Stärken, dass der Helm einfach perfekt sitzt mit dem Coolmax Innenfutter. Auch das eben transportiert den Schweiß schnell ab, trocknet schnell. Wir haben einen Spoiler am Hinterkopf, der natürlich den Luftstrom optimiert und die Turbulenzen minimiert. Der Helm ist natürlich aerodynamisch optimiert. Ach, da reimt sich alles schön. Und da habe ich zwei Designs gefunden. Das eine Design war ein Biaggi Retro-Design, also eine Biaggi-Hommage, wenn man so will. Und das zweite war die Variante Vegas, also das Casino-Thema, das man immer wieder findet auf Helmen, Spielkarten, Roulette-Chips und so weiter. Diese ganze Optik, was mir taugt, das gibt es von verschiedenen Herstellern, aber ich finde, Suomi hat das eben auch sehr farbenstark in Szene gesetzt. Das schaut einfach richtig gut aus. Und ich finde, wenn man schon ein auffälliges Design am Helm trägt oder tragen will, dann muss das eine hohe Qualität haben, sonst schaut es umso billiger aus. Also das wird dann irgendwie ungeschickt. Das muss einfach, ja, so wie ein richtig gutes Graffiti, es müssen gute Farben sein, es muss sauber verarbeitet sein und alles präzise gezogen, gemalt, geklebt. Ich habe mir das schon mal live angeschaut, wie sowas hergestellt wird. Das ist irre. Das haben nur Frauen gemacht, weil Männer das natürlich nicht können mit ihrer groben Motorik. Und da werden dann teilweise solche Sticker, ganz hauchdünne, auf den nassen oder feuchten, es wird kein Wasser sein, wahrscheinlich andere Substanz, Helm aufgetragen und dann zurecht gepinselt. Also das ist wirklich was, so wie diese Goldfolien, wenn man einmal drauf atmet, dann fliegt das davon. Das ist irre, ist richtig geil. Ja, und so gehört das halt einfach gemacht. Deshalb hat das natürlich auch seinen Preis. Da liegen wir bei knapp unter 500 bis 550 Euro, so in dem Bereich. Aber für so einen qualitativ hochwertigen Sporthelm ist das eigentlich ein normaler Preis, muss man sagen. So. Ich habe glaubt, ich habe noch einen Helm. Ich hätte gerne noch weiter geredet, aber ich werde mir einfach noch weitere Helme raussuchen, vielleicht zum anderen Thema. Das könnt ihr mir natürlich gerne vorschlagen, vielleicht unten in den Kommentaren. Es hat ja jetzt jeder Zeit, dass er ein bisschen kreativ wird. Vielleicht tauschen wir uns da ein bisschen aus, wonach ich mich auf die Suche machen soll. Vielleicht auch nach gewissen Handschuhen oder Stiefeln oder Jacken. Das mache ich alles gern. Helme sind mir zwar das Liebste, aber auch alles andere muss man ja oder sollte man im besten Falle tragen. Und was ihr tragen werdet, das könnt ihr mich vielleicht auch verraten. Welcher Helm hat euch am besten gefallen oder welches Modell gefällt euch am besten? Es gibt ja Leute, die tragen jahrelang immer dasselbe Modell, also den gleichen Helm, weil der einfach am besten sitzt und dann kauft man sich einfach immer das neue Design. Taugt mir auch. Ich habe auch so meine Lieblingshelme. Darf aber zum Glück auch vieles anderes probieren. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielleicht schenkt es mir einen Daumen hoch und euch auch allen ein zwei Daumen hoch, dass ihr gesund bleibt und dass wir bald wieder gemeinsam fahren werden können. Und wie gesagt, den Helm holt man sich am besten beim Fachhändler. Und das Heft, unser Heft, holt man sich am besten im Supermarkt, am Kiosk oder noch besser, man abonniert es online. Danke euch fürs Zuschauen, Blick nach vorne und oben bleiben. Tschüss.